Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines mit mir, dem Zinni. Und wir sind wieder in Bulai. Ja, und was steht an? Wir versuchen natürlich weiterhin unser Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen, weil hier sieht es immer noch sehr, sehr schwierig aus mit den Zügen. Und wir probieren auf 165.000 zu kommen. Nur auf 65.000, nicht 165.000, damit wir Monumente bauen können. Und das geht auch langsam in die Richtung. Hier kommen auch noch ein paar Wohnhäuser hin. Ja. Und ich wurde netterweise darauf hingewiesen, dass wir natürlich noch Industrie brauchen. Und, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier so haben. An Naturrohstoffen. Wo sind denn unsere Stadtgrenzen? Unsere Stadtgrenze ist hier. Könnten wir hier noch ein bisschen Forstwirtschaft machen? Da würde ich sagen, machen wir es auf der Seite von den Gleisen. Hier in die Ecke rein. Und ansonsten hier oben vielleicht ein bisschen Bürogebäude, weil die zählen auch zur Industrie. Und dann sollte das ganz gut klappen. Ja, ich will ja vermeiden, dass wir Umweltverschmutzung machen. Deswegen kommen nur diese Sachen in Frage. So, füllen wir hier die Straße mal so und dann machen wir das Ganze in rund. Okay, und während ich hier so baue, habe ich natürlich auch wieder ein Thema vorbereitet. Und zwar heißt das Thema heute, wir schalten unser Handy aus, damit es nicht brummt. Nein, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Das Thema ist heute der Webvideopreis. Der wurde am diesem Wochenende verliehen. Da können wir eigentlich hier direkt anschließen. So. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, da könnte es sein, dass da ein Übergang gebraucht wird. Ja, der Webvideopreis wurde verliehen. Und es waren natürlich alle mit Rang und Namen waren nominiert. Ich natürlich nicht. Nee, ja, und ich will hier mal so ein bisschen darüber reden. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, so ein paar Sachen. Wer denn da zu den Gewinnern zählt? Und zwar fangen wir mal an mit Person of the Year männlich. Da sind die guten Rocket Beans, sind da die Gewinner. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Weil ich finde, was die Jungs sich getraut haben, ist einfach allen Ehren wert. Weil so auf einen reinen Websender zu setzen, birgt schon ein Risiko, weil es das so in Deutschland noch nicht gab vorher. Und ich muss sagen, da hängt ja auch eine große Firma dahinter. Und wie ich gehört habe, haben sie aber jetzt sogar schon mehr Leute nochmal eingestellt. Vor allem Leute, die früher mit denen bei Giga zusammengearbeitet habe, weil ich auch sehr schön finde, dass die quasi jetzt nochmal die alte Truppe quasi zurückholen. Ja, jedenfalls finde ich da einen sehr großen Respekt, dann dieses Risiko einzugehen. Aber auch nicht zu groß zu spekulieren, sondern quasi das alles sehr vernünftig aufzubauen. So dass da auch die Mitarbeiter quasi von leben können. Und natürlich auch schön, dass die ganze Community da mitgezogen hat und die kräftig unterstützt hat und gespendet hat.
Ich denke, das wäre so. Das geht ja nur, wenn die Leute da mitziehen. Und das finde ich super, dass das alles so geklappt hat. Ja, und jetzt wurden sie quasi damit quasi prämiert. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Großen Respekt an die Jungs und herzlichen Glückwunsch. Ja, bei der Person of the Year weiblich ist es die gute Mrs. Wheelock geworden. Die Kelly. Ja, die Kelly hatten, wie soll ich sagen, eigentlich im letzten Jahr schon einen recht großen Wurf gemacht, weil die war ja hier in LA in diesem, wie hieß denn das Ganze noch, das YouTuber-Haus, wo sie in LA waren. Ihr könnt es mir sicher sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Oh, mir fällt es einfach nicht ein, aber ihr schreibt es mir sicher in die Kommentare. Jedenfalls hat, glaube ich, da sehr, sehr viele Fans gewonnen. Dann war sie ja bei Let's Play Poker und was weiß ich. Sie war überall immer dabei und ist eigentlich dieses Jahr wirklich richtig durchgestartet. Und deswegen auch völlig zu Recht den Preis dieses Jahr gewonnen. Ich finde auch, ihre Art ist eine sehr erfrischende Art. Sie macht halt nicht so auf Girly und ich meine, nichts gegen hier die ganzen Beauty Mädels bei YouTube. Die muss es auch geben. Scheinbar. Ja, jedenfalls, aber ich finde ihre Art sehr, sehr schön, dass sie halt mal ein etwas anderes Frauenbild vermittelt, was quasi auch eine emanzipierte Frau zeigt, aber nicht so, um es böse zu sagen, nicht so kampflesbenmäßig, sondern auf eine ganz erfrischende Art und selbstbewusst und ich finde es wirklich sehr erfrischend, ihre Art. Und ja, da auch einen großen Respekt. Ja, was gibt's noch im Bereich Gaming? Hat der Fabian Sigismund und der David Hein haben da gewonnen. Die haben mit dem Video Sieg Hein gewonnen. Und das ist eigentlich genau das, worüber ich letztes Mal mich so aufgeregt hatte. Also nicht über dieses Video, sondern über das ist quasi ein Beispiel, wie man satirisch oder, ja, sagen wir satirisch mit diesem Thema Dritten Reich umgehen kann. Die haben halt ein Video gemacht und haben dann gesagt, sie machen Spielereviews von Zweiten Weltkriegs-Shootern, die ja immer wieder beliebt sind. Und das war sehr, sehr lustig. Haben sich dann halt so in so Zweiten Weltkriegsklamotten und haben Englisch gesprochen mit einem harten deutschen Dialekt. Ist wirklich ein sehr schönes Video und ich finde, es hat nicht unbedingt im Bereich Gaming was zu suchen, sondern eher Comedy, aber gut. Im Bereich Comedy hat nämlich dann, haben die Space Fox gewonnen. Und zwar haben die das Thema gehabt, wie war das? Werbung. Wenn Werbung echt wäre, Werbung im echten Leben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls ein sehr überdrehtes Video, aber auch sehr, sehr lustig. Ich finde, die Jungs sowieso machen einen guten Job. Könnt ihr vielleicht mal reingucken? Ja. Dann glaube ich, der wichtigste Preis ist natürlich das Video des Jahres. Das Video des Jahres war YouTube Clash oder Tuber Clash, so hieß es, glaube ich.
Da gab es mehrere Episoden und da wurde jetzt die erste Episode, aber es geht, glaube ich, eigentlich um die Reihe, die da prämiert wird. Ich brauche hier noch eine Abfahrt hin. Ja, Tuber Clash war sowas wie Tribute von Panem, Hunger Games, nur halt mit lauter YouTubern, bekannten YouTubern, die dann quasi so ein bisschen auf die Schippe genommen wurden. Fand ich wirklich eine sehr gelungene Sache, sehr schön animiert alles. Und die haben, wie passt es denn hier? Achso. Ist jetzt alles ein bisschen krumm, aber es ist zweckmäßig. Ja, die haben, glaube ich, nicht nur den Preis gewonnen, die haben beste Story, bestes Drehbuch, was weiß ich, was die da alles gewonnen haben. Wir haben auf jeden Fall richtig abgeräumt. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch sehr, sehr lustig, was sie da gemacht haben und deswegen zu Recht gewonnen. Und quasi Abräumer des Jahres, des Abends gewesen. Oh, da war jetzt ein bisschen voreilig. Also, ja, dann gab es noch zwei Ehrenpreise. Also, ich habe von dem einen gelesen und den anderen habe ich gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber bei dem anderen, wo ich gelesen habe, war der, den ich gesehen habe, war da nicht dabei gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell war, weil ich habe das Ganze nicht live gesehen, sondern ich habe den später angeguckt. Aber ihr könnt mich vielleicht verbessern. Also den ich gelesen habe, ist der Kevin McLeod, wird da glaube ich ausgesprochen. Der gute Mann macht muss das ein bisschen höher machen, das geht nicht sicher. Der macht Musik, der gute Mann. Und zwar steht er hinter Incompetech. Wem das nichts sagt, der hat aber bestimmt schon mal, also es gibt einige, die der Name vielleicht nichts sagt, aber ihr habt sicher schon mal von ihm gehört, irgendwelche Musik, weil ich würde sagen, behaupten, 90% der Musikhinterlegungen auf YouTube sind von ihm, weil er bietet halt Creative Commons Musik an. Habe ich das hier jetzt richtig gemacht? Das sind jetzt Einbahnstraßen. Nein, sonst nicht. So. Ich muss dann schon ein bisschen überlegen. Ja, der macht Creative Commons Musik. Das heißt, man darf seine Musik frei verwenden. Man muss ihn quasi nur beim Namen nennen und seine Seite verlinken. Und das ist alles. Und ich finde, erstens, dass er das so macht, ist sehr hoch anzurechnen. Und zum anderen, dass er jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn man hier sich teilweise aufs Bauen konzentriert, dann verliere ich manchmal den Faden. Tut mir leid. Ein Let's Player sollte eigentlich sprechen und spielen können, aber hier ist manchmal ein bisschen schwierig.
Oh, jetzt geht das hier nicht. Ja, wo war ich, was wollte ich sagen? Ja, seine Musik ist, finde ich, auch sehr gut. Also es sind verschiedene Musikrichtungen, die er da bedient. Und wenn man was sucht, also ich habe auch schon seine Musik verwendet. Es ist eigentlich, man findet eigentlich immer was. Zu jedem Anlass. Entfernung zu gering, was soll das denn? So. Oh Mann. Wo sind wir dran? Ja, Incompetech. Sehr, sehr gut. Von mir aus, also von meiner Seite aus auch völlig zu Recht, der Preis. Müsste mehr Menschen geben, die so selbstlos quasi sind. Ja, und was hatte ich dann noch? Ah ja, den ich gesehen hatte in dem Video, der dann noch einen Ehrenpreis gewonnen hat, ist der gute Herr Kronk. Wie gesagt, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe es in dem Video gesehen, dass er scheinbar auch einen Preis gewonnen hat. Und das muss eigentlich aktuell gewesen sein, weil er quasi von seinem, weil da drin von seiner Nepal-Rede gesprochen wurde. Von seiner Nepal-Spende. Und ja, ich finde, beim Webvideopreis sollte in Deutschland sollte Kronk fast immer einen Preis abräumen, weil ich glaube, ohne ihn gäbe es so dieses Medium Webvideo in der Größe nicht. Also ich glaube, in Deutschland ist er einfach der Mensch, der das Ganze so krass vorangetrieben hat. Ja, und das sollte natürlich dann auch prämiert werden. Ja, und dazu kommt dann halt auch noch seine Spende. Die er da getätigt hat nach Nepal. Das finde ich eine ganz, ganz große Geste. Ich bin unglücklich damit. Weil er, also wie er es nicht mitbekommen hat, er hat ein Livestream gemacht und hat dann gesagt, also er kriegt dann immer Spenden über den Livestream rein, und hat dann gesagt, heute geht alles mal an die Erdbebenopfer von Nepal, von allen da, die jetzt was spenden. Ich habe da auch gespendet, gebe ich gerne zu. Und ja, es war einfach eine gute Sache. Und es ist erstaunlich, dass, oder sehr löblich, dass jemand mit so einer Reichweite diese dann quasi für so eine gute Sache nutzt. Da kann einem auch egal sein, ob er Kronk, also kann jeder sagen, ja, ich finde Kronk nervig, oder der ist ja viel schlechter geworden wie damals, oder was weiß ich, was da Leute auszusetzen haben. Aber wenn er halt die Reichweite nutzt, um sowas zu machen,
dann gehört der Respekt, also mein Respekt gehört ihm da. Ja, damit würde ich fast behaupten, habe ich mal genug zum Webvideopreis gesagt, weil ich will ja auch nicht zu ausufernd werden mit den Themen. Ja, und ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.